Hallo, hier stehen wir vor dem Teehaus im Überseemuseum und ich erzähle heute ein bisschen was zu Teehaus und zur Teezeremonie. Das Teehaus wurde für das Museum 1995 erworben und zwar stand dieses Teehaus schon seit etwa 1925 in der Nähe von Kyoto in einem Anwesen im Garten. Es war also auch dort schon ein Teehaus und es sollte zu der Zeit gerade abgerissen werden. Es war also schon frei für den Abriss und zum Glück konnte das Überseemuseum das Teehaus erwerben. Es wurde dann dort in Kyoto auseinandergebaut, in alle Einzelteile auch restauriert und dann nach Bremen verschifft. Und hier in Bremen haben dann japanische Zimmerleute das Teehaus in nur 2 Wochen aufgebaut und seit Januar 1996 steht das Teehaus jetzt hier in Lichthof im Überseemuseum. Was ist nun mal ein Teehaus? Teehaus gehört natürlich ein wichtiger Bestandteil der Teezeremonie. In Japan ist es so, dass es eine Teezeremonie gibt, die heißt Wabi-Teezeremonie. Wabi heißt einfach, natürlich und man sieht auch schon, dass dieses Haus sehr einfach ist. Es ist klein und einfach und es steht in einem Garten. Der Garten ist auch ganz wichtig. Man stellt sich vor, dass das Teehaus eigentlich eine Einsiedlerhütte in Berglandschaft ist. Also der Garten symbolisiert praktisch die Berglandschaft. Allerdings holt man sich diese Einsiedelei und auch die Landschaft in die Städte, um dort jederzeit aus dem Alltag austreten zu können und an der Teezeremonie teilnehmen zu können. Und wir sehen jetzt hier im Garten auch die unregelmäßigen Steine. Durch diese treten eben die Besucher, also die Gäste in einer Teezeremonie in den Garten Richtung Teehaus, wie auf einem Pfad in eine Berglandschaft. Das soll das eben symbolisieren. Es ist interessant, dass eben das Haus auch sehr einfach ist. Es ist nur ein Zimmer, ein kleines Zimmer, 3 Tatami-Mattenzimmer, das sind etwa 6 Quadratmeter. Manche Teehäuser hatten auch noch viel kleinere Zimmer, also nur so 2 oder 4 Quadratmeter. Also ein kleines, einfaches Haus. Man sieht auch noch die unbearbeiteten Säulen, also Holzsäulen drinnen. Also das ist alles sehr schlicht und einfach und natürlich gehalten. Das ist auch ein Element, das aus dem Zen-Buddhismus kommt. Die Mönche hatten so einfache Räume, wie wir es hier sehen, und das wurde in die Teezeremonie übernommen. Wichtig ist auch im Hintergrund, wenn wir hier schauen, es gibt die Bildernische, die Tokonoma wird sie genannt, und dort wird ein ganz einfaches, schlichtes, aber auch elegantes Bild aufgehängt. In unserem Fall ist das eine Kalligrafie. Je nach Jahreszeit, je nach Teezeremonie, also je nach Anlass, hängt man dort ein anderes Bild auf oder auch manchmal ein Blumengesteck. Teezeremonie ist also ein Gesamtkunstwerk. Es hat mit Architektur zu tun, mit Gartenbau, mit Kunst, Kalligrafie und vor allem dann auch noch eine Kunst des Darstellens. Also das ist wichtig. Hier haben wir jetzt natürlich nur das Gebäude, aber warum geht es denn in der Teezeremonie? Man kommt zusammen, ein Teemeister, ein Gastgeber und Gäste, um zusammen Tee zu trinken. Das ist eigentlich die Basis der Teezeremonie. Wenn man aber in diesen Bereich kommt, dann tritt man durch einen Eingang. Wir haben hier einen sehr schönen, kleinen, niedrigen Eingang. Es ist wichtig, die Gäste treten durch so einen niedrigen Eingang. Jeder muss sich bücken. Man muss sich vorstellen, in der Vormoderne, also das ist so sagen wir mal 16., 17. Jahrhundert, da gab es ja noch die Samurai, die eben die, ja, in der Hierarchie ganz oben standen, aber auch einfache Bürger und einfache Bevölkerung konnte an der Teezeremonie teilnehmen. Jeder musste durch dieses kleine Tor und sich bücken. Das heißt, während der Teezeremonie in diesem Bereich streift man den Alltag ab und es gibt keine sozialen Unterschiede. Früher wäre es dann so gewesen, dass in diesem Eingangsbereich dann hier ist noch so eine Regale gewesen wäre für die Schwerter der Samurai, die natürlich ihre Schwerter dort draußen lassen mussten, außerhalb des Hauses. Wir schreiten jetzt noch weiter. Wenn man also durch diesen kleinen Eingang hineingekommen ist, dann gibt es hier jetzt vor dem Eingang einmal ein Wasserbrunnen. Bei uns ist jetzt hier kein Wasser drin, aber hier an diesem Brunnen würden sich die Gäste alle die Hände waschen und auch den Mund ausspülen, wie man es in Japan auch vor Schreinen und Tempeln macht, um eben den Staub des Alltags, sich davon zu befreien, um halt rein
und sauber in dieses Teehaus zu treten und den Alltag vor allem hinter sich zu lassen. Also während der Teezeremonie ist es auch so, dass man sich sehr ruhig unterhält, aber niemals über den Alltag, über Tratsch und Klatsch oder Politik, das ist alles verboten. Man spricht dann über die, vielleicht den Anlass der Teezeremonie, über das Teegerät, über das Bild, das in der Tokonoma hängt. Also um solche Dinge drehen sich dann die Gespräche. Alle zusammen müssen zusammenwirken, sozusagen jeder in dieser Teezeremonie hat seine Rolle. Es gibt eben den Gastgeber, es gibt den Hauptgast, den Nebengast etc. Und alle sind ebenbürtig und gleich. Das ist auch ein ganz wichtiges Element der Teezeremonie. Man nennt es deswegen auch, weil man ja der Teemeister vor allem, der Gastgeber, der den Tee bereitet, vollführt ja ganz bestimmte Bewegungen, also auch sehr langsam, bedächtig, das ist auch ein wichtiges Element. Und man nennt es deswegen auch Kunst des Handelns in diesem Zusammenhang. Es ist also wirklich wie eine Vorführung, wie eine Performance vielleicht, könnte man sagen, die hier stattfindet, an der aber alle teilnehmen. Und das ist das andere, es ist eben auch eine Kunst, die man gemeinsam durchführt. Also jeder, der teilnimmt, nimmt auch teil und ist Teil des Ganzen. Das ist auch ein wichtiges Element. So, jetzt seid ihr heute mal ausnahmsweise im Teehaus. Das ist sonst bei normalen Besuchern, darf man das nicht betreten. Das würde auch sehr leiden, also auch das Material. Das kann man sonst nur innen auch bei Teezeremonien sehen, wenn wir die hier durchführen. Hier sieht man jetzt schön, wie klein der Raum ist, wie wohlig man hier zusammensitzt in kleiner Runde. Man kann auch sehr schön sehen, die einfachen Holzkonstruktionen hier, eben die Wand wie aus Lehm, also wie so eine einfache Berghütte im Grunde, nur Papierfenster. Hier dann die Tokonoma mit der Kalligraphie. Auch sehr buddhistisch, also zen-buddhistisch angehaucht mit dem einfachen Kreis, der auch eigentlich ein Zeichen ist, aber sehr vereinfacht kalligraphisch. Auch da oben die Decke vielleicht, auch hier einfach mit Strohgeflecht, also auch hier diese Anmutung einer einfachen Hütte irgendwo in den Bergen.